Der große Stier oder Bulle oder Elefant im Raum war einfach der graue Star. Man setzt die Linse an, macht einen grauen Star. Ich persönlich in den 18 Jahren hatte 2 Patienten mit einem grauen Star. Also glaube ich, sag's sehr daran, mit welcher Technik, wie man implantiert hat, wie vorsichtig man implantiert, wie gut man die Linse berechnet hat. Und durch den Aquaport kam dann natürlich auch der Effekt, dass man, wenn man näher an der Linse dran war, dann keine Katarakt induziert hat. Der nächste Vorteil eines Aquaports war, dass so gut wie zu keinem Glaukom mehr kam, kein Glaukomanfall. Ja. Und das, glaube ich, hat noch weitere Sicherheit in die ganze Szene gebracht. Ja. Also die Komplikationen, wie akute, wie der grüne Star, kamen so gut wie nicht mehr vor. Der graue Star kam auch so gut wie nicht mehr vor. Die Linsen mussten nicht so häufig ausgetauscht werden, weil man die Erfahrung hatte, wie setzt man die jetzt richtig ein. Und dieses Vertrauen musste natürlich über viele Jahre, bis jetzt fast 2 Jahrzehnte, aufgebaut werden in der Community. Die ganzen Sachen, die am Anfang auftraten, wurden über die Zeit dann eben eliminiert. Und heutzutage würde ich tatsächlich sagen, das ist ein sicheres Produkt wie das Augenlasern. Deshalb sind ja manche Produkte leider verbrannt, obwohl sie toll sind. Ja? Ja. Und das geschah damals eben der Fakenlinse zu ungerechter Weise vor 18 Jahren. Und heute, wie Sie zu Recht sagen, erlebt sie eine wirkliche Renaissance und die Zahlen gehen nach oben, was mich unglaublich freut, weil ich es für ein tolles Produkt halte. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Patienten hat, der ein absoluter Sehperfektionist ist, dann ist natürlich die Fakellinse ist immer noch so ein bisschen, wenn es an höhere Korrekturen geht, ist die noch ein bisschen perfekter. Das heißt, hat weniger Higher Order Aberrations oder Induktion von Koma. Also ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe immer nur mit anderer Technik und 2,2, maximal 2,4 Millimeter genommen, habe es limbal gemacht und damit ist mein Astigmatismus neutral. Es ist natürlich, jeder Millimeter oder halbe Millimeter zählt. Wenn jemand sagt, ich traue mich das mit der Unlock-Technik nicht, ich möchte ins Auge, dann ist natürlich schöner eine 2,8 als eine 3,2 Millimeter Inzision, ganz klar. Ja. Was schön ist bei der iCryl ist einfach, Sie legen die in eine normale Kartusche ein, ja. Müssen die nicht wie bei der ICL mit so einem feinen Pinzettchen vorziehen. Die feinen Pinzetten kosten viel Geld und gehen mal in Steri kaputt und das ist ein weiterer Schritt. Ja. Das ist schon etwas, was mir bei der iCryl sehr gut gefällt. Mhm. Die Linse selber ist dann dadurch, wie Sie gesagt haben, dass sie ein wenig oder unter den dreien die rigideste ist, finde ich, ist sie leichter zu implantieren, weil man sie natürlich, man hat auch einen Gegendruck, wenn man sie unter die Füßchen und die Haptik unter die Iris schiebt. Ja, bei der iCryl ist es mir oft schon passiert im positiven Sinne, wenn ich auch genügend OVD in den Zwischenraum, in den Sulcus gebracht habe, dass ich die eine Seite in den Sulcus implantiert habe, muss nur noch die anderen beiden so runterdrücken. Also das ist schon ein Vorteil bei einer Linse, die rigider ist. Ich finde es sogar eine sehr gute Lösung. Es wird ja manchmal diskutiert, dann wenn man so hoch geht, ist aber die Optik nicht mehr so gut. Wenn man sich aber mal einen Patienten vor sich sitzen hat, der +8 oder +10 hat, die leiden wirklich. Ja, ich finde das absolut ein Produkt, das auch benötigt wurde, so wie es da designt ist. Das erweitert den Patientenbereich im Positiven, weil wer will schon gerne bei so einem jungen Patienten einen refraktiven Linsenaustausch machen. Super zu sehen. Die waren wirklich perfekt. Die waren Bums, Emmetro. Also die waren alle, die ich eingesetzt habe, plus minus 0,25 oder Emmetro. Da muss man sagen, und da war ich ehrlich gesagt überrascht für ein Produkt, das so relativ neu auf dem Markt ist, dass es so nah am Idealergebnis ist, das fand ich beeindruckend. Ja, das ist so der Mix zwischen Yoga, Tennis, Sport, gute Freunde, gute Gespräche und sicherlich auch ein gutes Team, wo man merkt, das arbeitet, weil man schon so lange mit dem arbeitet, auch viel frei. Das nimmt natürlich unglaublich viel Stress von einem weg.